Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Airsoft-Freunde. SSG 10 habe ich mir bestellt. Habt ihr vielleicht schon gesehen in meinem Black Friday Novrich Video. Denn ich habe mir die SSG 10 jetzt gekauft mit dem Black Friday Deal. Und jetzt haben wir es endlich da. Beim Unboxing muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich gesehen bei anderen Unboxings, dass der Koffer kaputt war. Ja. Und wenn der Koffer kaputt ankommt, dann ist da natürlich schon ein bisschen scheiße. Also, schön vorsichtig, legen wir los. Da ist das gute Stück. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass ich hier tatsächlich, ich meine, bei den früheren Unboxings war hier einfach nur so ein Sticker drauf und jetzt ist das hier schon so ein Plastik, so eine Plastikabdeckung. Sieht ein bisschen hochwertiger aus, muss ich sagen. Den Koffer finde ich auch ziemlich cool und er hat halt auch den Versand ausgehalten. Hier ist nichts gebrochen. Astreines Gerät. Dann machen wir das Ding mal auf. Beim Koffer hast du übrigens auch hier für ein Schloss jeweils zwei Ösen. Ansonsten hättest du das Schloss halt hier drum machen müssen oder dir einen Gurt kaufen müssen. Du kannst hier auch so einen Gurt drum machen mit Zahlenschloss, den muss man extra dazu kaufen, extern. Tada! Nice! Die hier schmeißt jeder immer einfach so weg, aber ich finde, das sollte man schon beachten. Guck mal, Novrich, wie er hier so einen auf Neo macht. Oder sich, sich selber zielt. Ich finde, das sieht lustig aus. Zu diesem Gerät habe ich mir bestellt Schalldämpferadapter, die FPS Adjuster Rings, zwei Federn, kurzer Innenlauf, kurzer Außenlauf. Tatsächlich brauchte ich nur den kurzen Außenlauf, nicht den kurzen Innenlauf, aber es kam im Set. Mit dem Schalldämpferadapter, und normalerweise kostet das 30, grob, das 30 und das 15. Also sind wir bei 75 Euro und so hat alles 40 gekostet, 44. Ja, das ist schon okay. Und hier haben wir natürlich die SSG 10. Was ich ziemlich geil finde von Novrich ist, dass er hier den Magazinknopf ein bisschen weiter hat rausstehen lassen, den Magazinauswurfknopf, als bei der normalen VSR von Tokio Marui. Zusätzlich hat er hier auch noch Federn verbaut, die dafür sorgen, dass man das hier machen kann. Ja. Und bei der VSR 10 war es meistens so, du hast hier gedrückt und dann kam man ein bisschen raus und dann musstest du es rausziehen. Was ich auch noch ziemlich cool finde, ist der 90-Grad-Hebel hier. Das war nämlich damals, als ich meine VSR 10 aufgebaut habe, die Frage, wenn man sich einen Tokio Marui VSR 10 Airsoft Sniper damals aufbauen wollte, ja, und da richtig was Brauchbares draus machen wollte, war die erste Entscheidung immer, hole ich mir die Standard VSR 10 von Tokio Marui oder hole ich mir die G-Spec? Der Unterschied waren, glaube ich, 260 zu 300 Euro. Und bei der G-Spec war aber direkt dieser Hebel, 90 Grad. Bei der normalen war es ein anderer Hebel. Bei der normalen war keine Schiene, bei der G-Spec war direkt eine Schiene und bei der G-Spec war ein Schalldämpfer direkt mit dabei. Das war alles bei der normalen nicht. Allein diese Schiene kostet, glaube ich, original 20 Euro, die man sich noch nachkaufen musste, wenn man die andere genommen hat. Hier ist das auf jeden Fall alles schon eingebaut, das ist eine coole Sache. Machen wir mal den Test, den jeder macht, wenn er das Ding zum ersten Mal auspackt. Und zwar den Geschmackstest. Ja, schmeckt ziemlich scheiße. Als nächstes möchte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar ist es so, die Art und Weise, wie diese Trigger-Unit aufgebaut ist. Dieses kleine Teil, was den Piston festhält im gespannten Zustand, wenn du auslöst, klappt das runter und dann gibt es eine kleine Feder, die das wieder in die richtige Position zieht. Und diese kleine Feder macht ein ziemlich lautes Geräusch, verhältnismäßig laut. Und zwar mache ich erstmal ein bisschen lauter.
Als nächstes die Sicherung. Da hätte ich tatsächlich mehr von Novric erwartet. Der hat ja ehrlich mit einer VSR 10 gespielt, das heißt, er kennt diese Problematik auch hundertprozentig. Hier ist die Sicherung. Und was passiert, wenn du sehr schnell nachlädst? Guck dir die Sicherung an. Vorne ist auf Schießen, hier ist gesichert. Siehst du das? Da hinten ist gesichert. Das heißt, es wird ja eigentlich schon erwartet von den Leuten, dass sie so aufziehen, was halt scheiße ist, weil du das Ding ja gerade nach hinten ziehen musst. Und wenn du hier an der Seite ziehst, ist es klar, dass ein Hebel entsteht und das Ding eigentlich dahin will. So, ich mache das jetzt einmal. Fühlt sich unglaublich scheiße an. Nein, immer schön drüber ziehen, quasi so, gerade nach hinten. Ich fasse nur hier und hier an eigentlich. Ja, die Hand habe ich einfach nur da, aber hier ist mein Hauptdruck. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, bei der Safety hier auch noch. So, kannst nicht schießen. Aber wenn du jetzt so bist, ja, wenn du da ganz gleich dran gekommen bist und sie nicht mehr ganz hinten ist, ja, dann kannst du schießen. Naja. Ich habe hier noch den kurzen Außenlauf. Und ich habe mir extra den geholt, der hier keine Ausfräsungen hat, wie der Standardlauf. Ist mir scheißegal, wie das alles aussieht. Ich will eine Waffe, die stabil ist, mit der ich ein bisschen grober umgehen kann als mit der hochgezüchteten VSR 10, die sehr empfindlich ist. Und deswegen möchte ich einen Lauf, der einfach nur fettes Material ist, ohne dass da irgendwie noch was rausgeschnitten ist. Und das sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen, ja. Ju, danke, dass ich euch ein bisschen langweilen durfte mit meinem Unboxing. Ja, mehr kommt zu diesem Gewehr auf jeden Fall. Mal gucken, wie es sich macht gegen die VSR 10. Wahrscheinlich wird die VSR 10 ein bisschen besser abschneiden von der Performance her. Aber das war auch einfach sehr viel teurer, den ganzen Scheiß zusammenzubasteln. Und es hat sehr viel Wissen gebraucht, sich das alles so zusammenzubasteln, dass es auch Sinn macht. Und die richtigen Kugeln zu verwenden für die Lauflänge und das Zylindervolumen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen guten Tag. Muffin!